Schönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen im Train Simulator. Wir befinden uns mal wieder auf der Strecke München-Rosenheim und heute fahren wir in der Lokomotive der Baureihe 101 mit Intercity Express. Fahrdienstleitung 111, bitte kommen. 111, bitte kommen. Hat alles mit dem Hotel geklappt? Ich bin nicht so ganz zufrieden. Aber ich gehe davon aus, dass Sie jetzt die meiste Zeit in der Zentrale verbringen werden. Von daher macht es nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, jetzt aus Niedersachsen weg zu sein. Wir haben noch einige Wochen zu kämpfen mit den Folgen des Hochwassers. Schon wieder mussten die Notfahrpläne neu erarbeitet werden. Nicht mehr unser Problem. Da ist es auch ganz schön, hier zu sein. Wo alles geregelt abläuft, ist es ja fast wie im Urlaub. Also gut, jetzt zu Ihrem Dienst. Zuerst fahren Sie den Eurocity 111 bis Rosenheim. Dort gibt es dann nicht viel Zeit zu verschnaufen. Um 8.55 Uhr sollte schon aus Salzburg der Güterzug einfahren, den Sie dann bis München-Leim übernehmen. Später werden Sie dann noch auf der S-Bahn eingesetzt und im Meridian-Ersatzverkehr. Gute Fahrt! Ja, also als Zug fahren wir heute einen Eurocity. Und besser gesagt den Eurocity 111 von München Hauptbahnhof nach Klagenfurt Hauptbahnhof. Unsere Höchstgeschwindigkeit ist 200 km/h, wie es die Wagen zulassen. Und als allererstes öffnen wir die Türen, beziehungsweise geben die Verriegelung frei. Und hier hinten sehen wir schon, haben sich die Türen schon geöffnet. Intercity München Hauptbahnhof. Ja, müsste Eurocity dran stehen, aber na gut. Hier drüben fährt schon eine Talentgarnitur aus München-Pasing, glaube ich, ein. Besser gesagt aus Garmisch-Partenkirchen. Und wir kümmern uns wieder um unsere Lok, rüsten diese weiter auf. Wir fahren heute im Zebe-Fotobuch-Farbkleid. Und jo. Fahrplan haben wir auch dabei, allerdings von einer anderen Strecke. So, hier wählen wir. Ach nee, wir können den Tagmodus eingeschaltet lassen. Das passt gerade gut. Wir schalten die automatische Fahr- und Bremsschaltung AFB ein. Wir machen kurz einen Bremstest. Das ist ganz normal, dass der hier Störung sagt. So, gleich ist Abfahrt. Die Bremsen ziehen wunderbar an. Gut aus. Und die lösen auch recht rasch. Der Schaffner hat gepfiffen. Türen verriegeln. Unsere Scheibe hier drüben entriegeln wir auch noch. Gucken mal ganz schnell aus dem Bullauge hinaus. Genau, unsere Türen sind alle zu. Das ist wunderbar. Können wir unser Fenster auch wieder schließen. Tür verriegeln. Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. AFB auf 40 schon mal eingestellt. Und damit dann Abfahrt. So, wir wollen uns noch ganz kurz mal hier im Führerstand umschauen. Hier unten die Notbremse, Scheibenwischer. Hier drüben alles, was mit der Klimaanlage zu tun hat. Unter anderem darüber auch die AFB, die Zugsicherung, hier drüben Hauptschalter und Pantograph. Dann geht es weiter hier drüben mit Lüfter und Luftpresser. Oder? Genau. Hier in der Mitte sämtliche Bedienelemente zum Bereich Licht. Alles auf der rechten Seite, hier drüben Sand, Bremse lösen und die Zugbeleuchtung. Ja, hier in der Mitte die PZB, die LZB daneben mit den Leuchtmeldern B und Ü. Der Ende-Leuchtmelder gehört auch noch dazu, das S auch. Ja, und
Der Rest ist dann auch selbst erklärend. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie im Eurocity 111 auf der Fahrt von München Hauptbahnhof nach Klagenfurt Hauptbahnhof, über München Ost, Rosenheim, Prinam, Chiemsee, Traunstein, Freilassing, Salzburg Hauptbahnhof, Villach Hauptbahnhof. Der nächste Halt des Zuges ist in Kürze München Ost. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, nächster Halt München Ost. Das ist nicht so weit. Danach geht es dann wahrscheinlich weiter bis nach Rosenheim. Und das wirklich im Schnellzugtempo. So, als nächstes müssten wir 60 fahren dürfen. Genau. Dort vorne erwarten wir dann wieder unsere beiden 90er-Tafeln. Die Strecke sind wir ja vor kurzem erst gefahren. Ja, ein Zuglängenmesser haben wir hier in der 101 leider nicht. Das ist schade. Aber nicht schlimm. Auf der linken Seite hier gerade die ICE-Waschanlage, wenn man das mal so nennen darf. Oder die Waschstraße. Die wird mit höchstens 10 Stundenkilometern durchfahren. Hier kommen die beiden 90er-Tafeln. Den Sinn habe ich immer noch nicht erkannt. Muss ich, glaube ich, auch nicht. Hauptsache, ich weiß, dass ich hier 90 fahren darf. Und das reicht mir dann. So, ca. 30 Kilonewton an Zugkraft vorgewählt. Da kommen wir angebraust. Vorne drin ein Lokführer, auch Triebfahrzeugführer genannt. Wie man sich das vorstellt. Hier drüben scheint wahrscheinlich ein 100-Wasserhaus zu sein. So, das Signal leuchtet dort vorne grün. Allerdings. Also nee, ist da oben. Okay, alles klar. Aber unser Signal leuchtet auch grün. Das ist schön. Wir dürfen mit 120 weiterfahren. Allerdings kommt München Ost gleich. Von daher nehmen wir die Zugkraft zurück. Die AFB können wir ruhig schon auf 120 einstellen. Ja, wir sollten bedenken. Ja, die Lok meckert mal wieder. Wir sollten bedenken, dass der Bahnhof gleich vor unserer Nase ist. Obwohl, wir können doch, ja, wir können eigentlich nochmal auf 120 hoch. Wir haben einen Personenzug, wir haben gefälligst pünktlich anzukommen. Auf 111 sind wir auf Wunderbremse. Das machen wir mal wieder schön mit der E-Bremse. Zack. Und hier vorne einmal über die Brücke.
Bahnhofsleitung 111, willkommen. Ich habe eine wichtige Info für Sie, beziehungsweise besser gesagt für Ihre Fahrgäste. Die Österreicher melden, dass es derzeit zwischen Villach und Klagenfurt zahlreiche Signalstörungen gibt. Die Strecke ist aber eingleisig mit verminderter Geschwindigkeit befahrbar. Wir müssen also davon ausgehen, dass es ab Villach zu größeren Verspätungen kommen wird. Bitte teilen Sie das Ihren Fahrgästen mit. Ja, das sind keine guten Informationen, aber trotzdem danke für die Information. Wir haben einen guten Fahrdienstleiter, der sagt uns so schnell wie es geht Bescheid. Und wir haben 100 zu bremsen auf 60 Stundenkilometer. Das würde im Normalfall im Fahrplan stehen. An der Stelle hier weiß ich es nur. Also im Normalfall hätten wir jetzt hier auf 40 runter zu bremsen. Und eigentlich wäre auch ein ZS3V am Signal anmontiert. Sicherheitshalber werfen wir nochmal einen Blick in die Ferne. Ja, da stehen 60 dran. Und dann wären wir hier in München-Ost. Na, da kommt schon die nächste S-Bahn. Eine 423er bestimmt. 120 dürfen es dann demnächst sein. So, der Bahnsteig kommt auch schon. Dann sollten wir mal rasch abbremsen. Zugkraft wieder ausnehmen. Zuerst wenden wir uns wieder an die E-Bremse. Und dann nehmen wir unser normales Führerkonsumtier mit dazu. Ja, die Türfreigabe wird ab 30 Stundenkilometern freigeschaltet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier mit TAV, also THV, unterwegs sind. So, wir geben die Türen auf der linken Seite frei. Türen können wir hier nicht öffnen. So, die sind offen. DB Bahn. Ja, heute wahrscheinlich mal wieder im Dienste von DB Fernverkehr. München Ost. Na, die Sonne strahlt auch. Ein wunderbarer Sommertag. Und wir stehen hier auf Gleis 8. Ja, die Fahrgäste sind immer noch nicht informiert, aber das können wir dann nach der Ausfahrt aus München Ost machen. Dann haben zumindest alle zugestiegenen Fahrgäste ebenfalls gehört. Hier das Bordbistro, da gibt es was zu futtern. Also mein Lieblingswagen. Ja, und für uns geht's auch weiter. Wir verriegeln die Türen. Schauen kurz nach, ob auch wirklich alle Türen geschlossen sind und ob niemand am Zug hängt. Das ist der Fall. Wir lösen die Bremse. Und dann heißt es Abfahrt, meine Freunde. So, Anfahrt mit ungefähr 35 Kilonewton.
Das Signal ist auch nicht auf Rot zurückgefallen. Wir gucken nochmal schnell raus. Alles wunderbar. So, dann schmeißen wir das Fenster zu. Türverriegelung auch reingemacht. Und da kommt die S-Bahn. Hallihallo und guten Tag. Na, den Kollegen werden wir gleich überholen. Mit 120 geht es nämlich für uns weiter. Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch den München Ostbahnhof zu bestiegenen Fahrgäste im Eurocity 111 auf der Fahrt von München Hauptbahnhof nach Klagenfurt Hauptbahnhof. Mithalten unter anderem in Rosenheim, Prien am Chiemsee, Traunstein, Freilassing, Salzburg Hauptbahnhof, Villach Hauptbahnhof. Wir begleiten Sie bis Rosenheim. In Rosenheim übernimmt ein Team der ÖBB. Den Erste-Klasse-Bereich finden Sie in diesem Zug in den Wagen 262 und 263 am Ende des Zuges, das Bordrestaurant in Wagen 261 und den Zweite-Klasse-Bereich zwischen den Wagen 254 und 259 am Anfang des Zuges. Eine wichtige Information für alle Reisenden, die mit diesem Zug über Villach hinaus in Richtung Klagenfurt Hauptbahnhof unterwegs sind. Wir haben die Meldung bekommen, dass die Strecke wegen Signalstörungen nur eingleisig befahrbar ist. Das heißt, rechnen Sie auf jeden Fall auf dem Abschnitt zwischen Villach und Klagenfurt mit Verspätungen. Nächster Halt ist Rosenheim. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, und nicht nur das Zugteam, sondern ich auch. Na gut, wir gehören ja direkt zum Zugteam dazu. Als Triebfahrzeugführer spielen wir, denke ich mal, eine ganz wichtige Rolle. Denn ohne Lokführer geht hier gar nichts. So, auf der linken Seite haben wir gleich Moor, München Ost, Rangierbahnhof. Mal wieder eine nette Abkürzung aus dem bahntechnischen Bereich. Im Großraum München eigentlich auch relativ umgänglich. Umgänglich wäre an der Stelle das falsche Wort. Ja, nonstop jetzt nach Rosenheim. Mal schauen, ob denn alles bei uns auch ohne Probleme verläuft. Ja, und wieso die E-Bremse hier angezogen war, das weiß ich nicht. Eigentlich hätte man dann gar nicht losfahren dürfen. So, 160. Wir haben hier gerade auf der Geschwindigkeitstafel angeschrieben. Wir schalten hier auf B160 hoch. Unsere maximale Höchstgeschwindigkeit ohne LZB. So, hier kommt jetzt gleich die Einfädelung der Gleise aus dem Rangierbahnhof. Und wir springen ganz schnell mal mit unserer Kamera zum Bahnhof Gronsdorf, dem S-Bahn-Haltepunkt in München. Oder einem S-Bahn-Haltepunkt in München. Hier vorne taucht unser Zug gleich auf. Und wir haben einen so freundlichen Lokführer, der grüßt sogar per Lichthupe. Ja, wenige Sekunden und der Zug ist durchgedonnert.
Also ich finde, die Texturen für die Lokomotive sind echt gelungen. Hier oben sogar ein bisschen Schmutz imitiert. Gerade hier ist ein Hamsterbagger an uns vorbeigezischt. Baureihe 442. Das ist in dem Fall hier die Werbelackierung. Die nächste S-Bahn. Ja, willkommen im deutschen Streckennetz. Zugsaugmaschine ist an, oder? Ja. Sonst würde hier ZS ausleuchten. Also die Zugsaugmaschine ist, um es einfach zu sagen, eine Stromleitung, die durch den Zug führt. Und sämtliche Wagen mit Elektrizität versorgt. Ohne die würde in der Regel in den Wagen kein Licht brennen. Also könnte man sie rein theoretisch auch Komfortschiene nennen. Nehmen wir mal einen 50er von Rayleon. Hinten dran diese Wangenwagen. Da oben fliegt ein Vögelchen. Da sah ein Bussard aus. Einmal makrofoniert. Einmal im Video ist Pflicht. So, im Streckennummer 27 sind wir schon. 37 Kilometer liegen noch vor uns. Wir halten heute am Bahnsteig Nummer 4. So, ich ahne schon, dass es demnächst mit der Geschwindigkeit ein wenig herabgehen wird. Wir können ja nicht ewig mit 160 durch die Landschaft brausen. Sonst wäre das Video viel zu schnell um. So, hier vorne haben wir jetzt den Haltepunkt. Wie war der Name doch gleich? Kirchseon. Okay, nee, den Ort kenne ich tatsächlich noch nicht. Allerdings ist er auch mal wieder nur für die S-Bahn-Strecke verfügbar. Oder die S-Bahn-Gleise. Ja, keines dieser roten Signale gilt uns.
Sicht drauf stand. Und das gilt uns. Ja, man kann ja nicht ewig in der Lokomotive vorne drin sein. Wir wollen ja hier schließlich auch etwas Spaß haben. Okay, 130. Weiter geht's mit 150 Stundenkilometern. Wir nehmen die Zugkraft zurück, sonst springt die AFB gleich wieder so um. Schade, jetzt haben wir 189 mit Containerzug verpasst. Naja, wir haben es ja mitbekommen. Aber ich hätte gerne den Triebfahrzeugführer von Siemens Dispolok gegrüßt. Die Lok gefällt mir echt richtig gut. Das meine ich jetzt nicht wegen der Werbung, die da dran klebt. Die ist nicht von mir. Aber naja, Virtual Railroads ist ja bekannt dafür, dass sie 1A-Produkte herstellen, wirklich. Ich habe da bis jetzt, glaube ich, noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Aber hier kreisen ziemlich viele Vögel heute rum. Das ist der nächste. Also ziemlich große Greifvögel. 120. Zugkraft zurücknehmen. Hier nehmen wir jetzt die Luftdruckbremse mit dazu. Eingestellt. Dann können wir wieder volle Leistung vorwählen und die Lokomotive bleibt automatisch bei dieser Grenze stehen. Naja, was heißt stehen? Sie fährt konstant mit dieser Geschwindigkeit weiter. Stehen bleiben würde heißen, wir machen Vollbremse. Und das wollen wir ja schließlich nicht. Zugbeeinflussung schreit, aber ich habe auf keinen Fall einen von den Schaltern hier drin bedient. Ich weiß auch nicht. Ist das ein Bug? Hat das auch mal irgendjemand anders? Oder gibt es das nur bei mir?
cool. Ja, ich glaube, ich habe noch gar nichts zur Lokomotive erzählt. Die Deutsche Bahn hat meines Wissens 100, also um die 140, 150 Loks der Baureihe 101 bestellt. Die müssten mittlerweile auch alle ausgeliefert sein. Ja, die Lokomotive hat auf jeden Fall auch eine Zulassung für Österreich. Ein weiterer Grund, wieso sie hier vor diesem Eurocity hängt. In Deutschland kann die Lokomotive 220 Stundenkilometer fahren. In Österreich ist sie nur für 200 zugelassen. Und mit 160 dürfen wir weiterfahren. Im Gegengleis ein innerer Verkehrszug mit der Baureihe 143 vorn dran. Die Lokomotive hat ein Gewicht von 84 Tonnen. Oh, ja, müssen 84 Tonnen sein. Die Dauerzugleistung liegt bei 6400 Kilowattstunden mit einem Anfangszug von maximal 300 Kilometern. Das sollte allemal reichen und das ist auch einer der Gründe, wieso die Lokomotive sowohl im Personenverkehr als auch im mittelschweren Güterzugdienst eingesetzt werden kann. Allerdings wird sie dort sehr selten eingesetzt. Ich hatte noch nie das Vergnügen, 101 im Güterzugdienst zu sehen. 120 soll es sein. Einmal runterbremsen. So, das reicht uns. Sich eingestellt. Das Signal leuchtet grün und wir dürfen weiterfahren. Fahrdienstleitung an 111, bitte kommen. Sie werden in Rosenheim abgelöst und übernehmen dort dann den Güterzug mit der Zugnummer 42624 nach München. Verlieren Sie keine Zeit, ich möchte Sie direkt nach dem EC93 aus Rosenheim auf die Strecke schicken. Ja, da hätten wir ja gleich im Güterzugdienst. Mal schauen, ob wir dort auch mit 101 weiterfahren. Oder ob es so eine andere Lok ist. Die Lokomotive fährt auf jeden Fall noch mit nach Österreich. So viel steht fest. Ja, stehen geblieben waren wir hier drüben bei dem maschinentechnischen Display, MTD-Bots. Ja, die Lok verfügt über ein Stromsystem, was für 15 Kilovolt, also 15.000 Volt ausgelegt ist, 16,7 Hertz, wie eigentlich für alle deutschen Lokomotiven üblich, es sei denn, wir fahren irgendwo auf einem Niederspannungsnetz, oder ich glaube die Höllentalbahn, die ist ja auch mit einem anderen Stromsystem ausgerüstet. Aber in die Bereiche wollen wir mit der 101 nicht fahren.
Und wir haben irgendwo eine Langsamfahrstelle, 50 Stundenkilometer. Baustellenbedingt. Und deshalb auch wahrscheinlich nicht von Dauer. Aber die Baustelle kommt auch schnell. Hier das A für Anfang. Dann haben wir noch 10 Kilometer. Schon runter zu bremsen. Da sind sie schnell reingefahren. Mal ganz kurz schauen, was sie hier hinten gemacht haben. Ja, wie es scheint, neue Kabelschächte verlegt oder neue Kabel durchgezogen. Hier liegen Rohre. Die Leute schippen hier an der Strecke. Der Bagger arbeitet auch, aber mit einer ziemlich komischen Schaufel. Okay, das ist irgendein Bug. Und da liest jemand Zeitung. Ha! The RC oder RC Railway Times. Auch lustig. Mit 150 Stundenkilometern geht's weiter. Wir beschleunigen nochmal vor Rosenheim. Ja, ich gehe mal davon aus, dass der Fahrdienstleiter uns dann heute hier nichts mehr weiter zu sagen hat. Maximal noch der Zugbegleiter, der den Halt ankündigen wird. Und dann erfolgt ja eigentlich auch schon als nächstes die Übergabe an die österreichischen Kollegen. Ja, großartige Störungen gab es auf der Fahrt keine. Vom Fahrdienstleiter haben wir allerdings den Report bekommen, dass wir Verspätungen wahrscheinlich haben werden. Ja, das schreiben wir denen dann auf. Übergeben dem das oder sagen es dem mündlich durch, dass der auch eingeweiht ist. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Rosenheim. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Sie haben Anschluss an den Meridian-Ersatzverkehr nach Kufstein. Planmäßige Abfahrt ist 9.31 Uhr von Gleis 5. An die Regionalbahn nach Mühldorf in Oberbayern 9.34 Uhr von Gleis 1a. An den Meridian-Ersatzverkehr nach Salzburg Hauptbahnhof 9.35 Uhr von Gleis 4 am gleichen Bahnsteig. Meridian-Ersatzverkehr nach Holzkirchen 9.45 Uhr von Gleis 6. Meine Damen und Herren, das Zugpersonal wechselt in Rosenheim. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Mitfahrt und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und eine angenehme Weiterfahrt. So, das wäre dann auch schon mal durch. Und wo wir schon einmal in der Region Rosenheim sind, möchte ich mal ganz kurz das ziemlich tragische Thema aus den letzten Jahren ansprechen. Nämlich der Unfall der beiden Regionaltriebzüge in Bad Aibling, nicht weit entfernt von Rosenheim. Mittlerweile hat der Fahrdienstleiter ein Geständnis abgelegt. Und wurde mittlerweile auch verurteilt. So habe ich das zumindest in den Nachrichten gehört und gelesen. So viel nochmal ganz kurz dazu. Ja, Unfälle passieren halt leider Gottes wirklich doch auch im Bahnverkehr. Meistens durch Unachtsamkeit. So, einmal abbremsen auf den Stundenkilometer. Ja, der Grund, wieso ich heute so verrückt bin aufs Abspeichern, liegt daran,
das Szenario zu Beginn schon, ich glaube, 10 Mal oder so abgestürzt ist. Also der Arbeitsspeicher meint es heute nicht sehr gut mit mir. Da kam öfters mal die Zugriffsverweigerung. So, halt erwarten. Nächster Halt in München-Rosenheim. Hier vorne nochmal ein weiteres Vorsignal, was ebenfalls bestätigt werden muss. Den Namen des Signals habe ich jetzt leider vergessen, aber hier unten diese Tafel kündigt uns an, dass es ebenfalls ein Vorsignal ist. Und Vorsignale müssen ja in der Regel bestätigt werden. Das Zwecksignal hier unten dürfen wir ja mit trotzdem hoher Geschwindigkeit, also mit hoher Geschwindigkeit drauf zufahren. Liegt einfach daran, die Zwergsignale im Bereich oder auf der Strecke München-Rosenheim hier im Train Simulator schalten komischerweise erst dann um, wenn der Zug geschätzte 25 Meter davor ist. Ja, wir rollen jetzt mit 40 in den Bahnhof ein. Im Hintergrund dürfen wir uns mal ganz kurz die Abgase des Schornsteins reinziehen. Hier nochmal das örtliche Stellwerk. Weiß jemand zufällig, ob das noch in Benutzung ist? Also würde mich echt interessieren, ob da noch jemand drin sitzt. Oder ob das vielleicht auch schon an jemanden privat verkauft wurde. So, das letzte Mal hier auf die Bremse ziehen. Wir können die Fensterverriegelung schon mal entrasten. Das Fensterchen können wir auch schon aufziehen. Wir müssen schließlich gleich gucken, wo unsere Kollegen stehen. Aber die müssten wir in der Regel eigentlich gleich sehen. So, bei 30 Kilometern aktiviert sich die Türfreigabe. Und hier vorne einmal rot. Ja, und unsere Kollegen aus Österreich sind noch nicht in Sicht. Na gut. So, wir geben die Türen frei. Zack. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Mir hat die Fahrt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es wäre auch sehr, sehr schön, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wäre ich euch sehr dankbar. Ja, den Link zur Strecke findet ihr unten drunter in der Videobeschreibung. Die Lokomotive erhaltet ihr unter anderem über Steam. In dem Sinne nochmal vielen Dank und schaut doch mal auf dem Kanal vorbei und wenn ihr wollt, abonniert ihn. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.